Diskussionen mit der EU-Kommission geben, die Ungarn ja auch ohne Zweifel hat? Ja, darüber werden wir reden, aber unter uns. Die Garantie mit der Stabilisierung der Weltwirtschaft zusammen. So, meine Damen und Herren, wir hatten gerade ein sehr freundschaftliches und intensives Gespräch über die wichtigsten politischen Themen, die sowohl Ungarn als auch den Freistaat Bayern betreffen. Hölgyeim és Uraim, egy nagyon barátos, intenzív beszélgetést folytattunk azokról a legfontosabb politikai témákról, amelyek a bajos szabadállamot és Magyarországot egyaránt érintik. Natürlich wirtschaftliche Fragen. Währungsfragen, Fragen der Zusammenarbeit von der Moldau-Region. Und wir hatten eigentlich keinen kontroversen Punkt. Ezek között szerepeltek a gazdasági kérdések, a devizához kapcsolódó kérdések, a Duna-Moldva térséghez kapcsolódó kérdések, és magától értetődően nem alakult ki olyan témakör, amely ellentétes álláspontot eredményezett volna a két fél között. Die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend. Az együttműködés kitűnően működik. Und der Ministerpräsident hat mich eingeladen in sein Land, darauf hingewiesen, dass mein letzter Aufenthalt zu lange zurückliegt, nämlich im Jahre 2010. Miniszterelnök úr meghívott országába és felhívta a figyelmemet arra, hogy utolsó látogatásom már jó ideje mögöttünk van, 2010-ben látogattam utoljára Önökhöz. Ich nehme diese Einladung gerne an und werde in überschaubarer Zeit nach Ungarn reisen. Ezt a meghívást szívesen elfogadom, és belátható időn belül ismét Magyarországra utazom. Auch weil wir sehr viele bayerische Firmen haben, die sich in Ungarn engagieren, insbesondere meine Heimatfirma Audi. Azért is, mert nagyon sok olyan vállalatunk van, amely Magyarországon, a magyar gazdaságban is szerepet vállal, többek között a saját szülővárosom nagy vállalata az Audi. Und vor allem aber auch, weil wir sehr freundschaftlich zusammenarbeiten. De legfőképpen azért is, mert rendkívüli jó baráti együttműködést ápolunk. Tiszteltek az Ungarn. Ich darf Sie, meine Damen und Herren, auch gerne herzlich von meiner Seite aus begrüßen. Nagy élmény volt ismét tárgyalni a miniszterelnök úrral. Es war für mich ein großes Erlebnis erneut mit Herrn Ministerpräsidenten Gespräche führen zu dürfen. Mindig optimistában megyek el Münchenből, mint a Jézusra. Ich bin immer optimistischer auf der Rückreise aus München als auf der Herreise. Igazán üdes ihn volt az Önök országa Európa térképén. Ihr Freistaat ist in der Tat ein Lichtblick auf der Karte Europas. Nyilván önök is megvannak a maguk nehézségei. Sicherlich werden Sie Ihre eigenen Schwierigkeiten haben. De amikor a jövőről beszélünk, akkor mindig optimista emberekkel találkoztak, amit beszéltek. Wenn wir aber über die Zukunft sprechen, dann kann ich immer optimistische Menschen begegnen, mit denen ich auch diskutieren kann. Und dieser Optimismus scheint mir auch begründet. Denn es ist nicht nur Ihr Ministerpräsident gewesen, der heute optimistisch gewesen ist bei den Gesprächen, sondern auch das Spitzenmanagement von Siemens und von Audi und sogar Ihr Finanzminister, was in seinem Beruf erst recht selten vorkommt. Und es scheint der Fall zu sein, dass in jedem Fall der Optimismus einen einzigen Grund hat, dass nämlich gute Perspektiven für die Wirtschaft der Bundesrepublik herrschen. Dél-német ipari zónához tartozik, ha önök a gazdasági térképre vetnek egy pillanatot. Und wenn Sie einen Blick auf die wirtschaftliche Landkarte werfen, gehört Ungarn auch zur süddeutschen Industriezone. Ezért nekünk ez egy jó hír. Und deshalb ist das für uns Ungarn eine gute Nachricht.
És ha ők azt nézik, hogy a német vállalatok Magyarországon hogyan épülnek be a gazdaságba, und wenn sie sich vor Augen führen, wie die deutschen Unternehmen sich in Ungarn in die Wirtschaft integrieren, akkor már nem csak gyártelepeket látnak, meg szerelőcsarnokokat, dann sehen sie nicht nur bloße Werkstandorte und Montagehallen, a fejlesztő mérnöküszpontokat is, sondern sehen zugleich auch Zentren für die ingenieurtechnische Entwicklung, egyetemi tanszékeket, sie sehen Lehrstühle an Universitäten, közös szakképzési iskolákat, sie sehen gemeinsame berufsbildende Schulen. A német és a magyar gazdaság, illetve ipar lassan, de biztosan küzdenek. Die Wirtschaft und die Industrie Deutschlands und Ungarns werden langsam, aber sicher zusammenwachsen. Az önök optimizmusából mi is meríteni fogunk. Aus ihrem Optimismus werden wir auch Mut schöpfen. És hogyha azok a reformok, amelyek Magyarországon megindultak, végig is futnak, akkor azt gondolom, hogy abból szép gazdasági teljesítmények. Und wenn die Reformen, die in Ungarn eingeleitet worden sind, auch durchgehend umgesetzt werden, dann denke ich, werden daraus schöne, ansehnliche wirtschaftliche Ergebnisse entstehen. Én mindig is azt gondoltam, hogy ez a két ország, Németország, illetve Bajorország, valamint Magyarország, az megerősödve fog kikerülni a gazdasági válságból. Ich war stets der Ansicht, dass diese beiden Länder, die Bundesrepublik und ganz speziell der Freistaat Bayern, sowie auch Ungarn, gestärkt aus der Krise hervorgehen werden. A mai látogatás nagyon megerősödött. Und mein heutiger Besuch hat mich daran bestärkt. Ne hagyja magát! Ne hagyja magát! Minden jó!